Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich ein bisschen über meine Hühner sprechen. Ich hoffe, euch interessiert das Thema und wird so ein bisschen berichten für alle vielleicht, die sich auch mal mit dem Thema Hühner beschäftigen wollen und deren Haltung und die vielleicht einen Garten haben und überlegen, auch Hühner zu haben. Und ja, so meine ersten Erfahrungen. Ich bin ja noch ganz neu und ganz frisch auf dem Gebiet und darüber hätte ich gerne mal Lust, wieder so ein bisschen abzudaten, ein bisschen zu sprechen. Wir befinden uns allerdings hier in Alanya. Ich glaube, das ist nochmal eine, also in der Türkei, die sehr heiß und sehr feucht ist vom Klima her. Vielleicht nochmal so ein bisschen zur Berücksichtigung. Weiß ja nicht, wie die Hühner, die verschiedenen Rassen auf diese Wärme vielleicht reagieren, beziehungsweise auch auf die Kälte, die eventuell in Deutschland herrscht. Da muss man natürlich dann auch spezielle ja, Dinge beachten wahrscheinlich. Also bei uns hier ist es jedenfalls so, ich habe die Hühner jetzt, glaube ich, 3 Monate. Meine Kampfhühner, wir haben ja mit Kampfhühnern gestartet und zwar haben wir einen Kampfhahn gehabt und 2 Hennen. Und es begann ja so, dass wir eigentlich wollten, dass alle 3 Hühner zusammen im Gehege, beziehungsweise in dem Kulepe, würde man auf Deutsch, Türkisch sagen, in dem Stall sozusagen zusammen erst einmal sich eingewöhnen, damit sie sich akklimatisieren, damit sie sich an uns gewöhnen, damit sie sich an den neuen Garten dann auch gewöhnen, in dem sie dann ja auch grasen und ihr Leben fristen sollen. Dann haben wir sie erstmal in den Stall gesperrt. Das ging überhaupt nicht gut. Unser Kampfhahn hat nämlich die beiden Kampfhühner derart attackiert und derart misshandelt. Hat sie also die ganze Nacht verprügelt. Wir mussten ihn rausholen. Eins der Hennen hatte ein dickes Auge und dementsprechend haben wir den Hahn rausgeholt, haben ihn ja dann hier in den Pool gesteckt erstmal, weil Kampfhühner können fliegen und auch ziemlich hoch. Einmal ist uns auch eine Henne gleich am ersten Tag ausgebüxt und die ist dann bis da oben auf den Baum geflogen. Man sieht es, glaube ich, diesen roten Baum da an der Lampe. Da hoch ist er und dann saß oder sie und dann saß sie da ganz oben und wir hatten echt Angst, dass sie uns dann abhaut und wegfliegt auf die anderen Grundstücke. Da hätten wir sie im Nebenleben wieder einfangen können. Vielleicht wäre sie wahrscheinlich auch zurückgekommen, weil die andere Henne ist ja hier und der Hahn war da, aber das war schon mal ein Schreck in der Abendstunde oder Morgenstunde. Wir haben sie dann eingefangen und wieder in den Stall gesperrt. Den Hahn mussten wir aber raus. Wir haben es ein paar Mal noch versucht, ihn wieder da reinzustecken. Das ging nicht gut. Ne? Also das war eine einzige Quälerei da für die Tiere. Also dass wir den dann erstmal hier auf dieses Gelände abgesondert haben. Aber das ist natürlich für so einen Kampfhahn auch kein Leben, was er da fristet. Deswegen haben wir uns eigentlich gegen Kampfhühner erstmal entschieden, obwohl wir eigentlich nur Kampfhühner halten wollten, weil die einfach schmackhaftere Eier legen. Zuerst fand ich das ein bisschen eigenartig. Ich habe mir gedacht, ich finde sowieso, ich habe schon oft frische gelegte Eier. Wir hatten ja auch auf dem Dorf bei uns Hühner, beziehungsweise unsere Alten. Leutchen, die dort leben, haben Hühner gehalten und die haben uns immer Eier gegeben und ich habe wirklich keinen Unterschied geschmeckt. Ja, im Gegenteil, ich fand die gekauften auch noch mal so ein bisschen schmackhafter. Wenn man sich mit der Hühnerhaltung ein wenig beschäftigt, dann weiß man, dass die Eier tatsächlich, wenn sie ganz frisch gelegt sind, noch wenig Geschmack haben. Die müssen also reifen wie so ein Käse. Die meisten Hühnerhalter, die erfahren sind, lassen die Eier 2 Wochen, 1 Woche liegen, damit sie dann auch Geschmack bekommen. Ich jedenfalls wusste das nicht und habe immer gedacht, hä, die schmecken gar nicht besser. Sie sind zwar ein bisschen gelber vom Dotter her, aber auch jetzt nicht so gelb, wie ich mir das eigentlich immer so vorgestellt habe. Und in meiner Kindheit habe ich öfters mal so Landeier gegessen und die habe ich viel gelber in Erinnerung und viel schmackhafter auch gehabt. Und insofern habe ich da auf jeden Fall, muss ich mal einmal umziehen, wir haben hier Besuch bekommen. Und auf jeden Fall habe ich die viel schmackhafter in Erinnerung gehabt, als tatsächlich das Ganze dann einmal die Tür zu machen. Habe ich das viel schmackhafter in Erinnerung gehabt, als es dann tatsächlich auch war, ja. Und dann habe ich mich immer gewundert, wie kann denn das sein? Wieso schmecken die denn nicht? Bis ich dann lernen musste, hier läuft allerdings meine Waschmaschine, I'm so sorry.
bis ich dann lernen musste tatsächlich, dass Eier reifen müssen. Und das fand ich sehr interessant. Nun habe ich dann die Kampfhühnereier gegessen. Und am Anfang habe ich keinen Unterschied gemerkt. Ja, wieder mal. Aber beim zweiten, dritten Mal schon braten in der Pfanne. Ich brate sie meistens beim gekochten. Im gekochten Zustand. Ich glaube, ich hatte sie das erste Mal im gekochten Zustand gegessen, keinen Unterschied gemerkt. Fand ich sie tatsächlich jetzt nicht so intensiv, aber wenn man sie brät, ja, richtig ein richtig toller, intensiver und wirklich sehr schöner Geschmack. Überhaupt nicht zu vergleichen mit den anderen Hühnereiern. Und insofern habe ich da auf jeden Fall richtig, richtig Geschmack dran gefunden, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind sehr viel intensiver. Sie sind auch fester. Also sie haben, wie soll ich das beschreiben? Sie sind von der Konsistenz nicht ganz so lapperig. Ich glaube, das ist das richtige Wort, sondern sie sind einfach komprimiert lecker. Und das ist auf jeden Fall richtig toll und hat mir richtig gut gefallen. Im Laufe der Zeit bin ich jetzt sozusagen nach ein paar Monaten bin ich immer auf der Suche nach den Eiern der Kampfhühner, weil die einfach wirklich besser schmecken als die der normalen Hühner. Die sind größer ein bisschen, die anderen Hühnereier, aber auch nicht sehr viel größer. Also so große, dicke Hühnereier legen meine gar nicht, auch die schwarzen Hühner nicht, die ich dann ein paar Wochen später dazu bekommen haben. Wir jetzt drei schwarze Hühner noch dazu, die relativ dick sind und mindestens doppelt wahrscheinlich an Gewicht schwer wie die anderen. Trotzdem finde ich die Eier, sie sind auch nicht so gelb, das Dotter ist nicht so gelb und sie sind auch nicht so schmackhaft. Sie sind wässriger und sie haben diese Intensität nicht im ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es schmeckt viel, viel besser, die Eier der Kampfhühner, obwohl sie kleiner sind, ja. Und insofern bin ich auf jeden Fall, kann ich nur dazu raten, Kampfhühner zu halten, wenn ihr euch mit der Haltung auskennt. Jetzt jedenfalls, bei mir ist es so, ich habe nur zwei Kampfhühner und die Kampfhühnerhennen vertragen sich sehr gut. Unser Hahn, ich habe einen Teppich in meiner Waschmaschine. Ich glaube, das findet die Waschmaschine nicht so gut. Manu. Hier, das findet die jetzt nicht so gut. Hier, das kann ich wirklich machen sollen. Mach mir nicht meine Maschine kaputt, du. Ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Jedenfalls, ich habe jetzt nur zwei Hennen und die vertragen sich richtig gut. Die laufen immer hintereinander her, sind immer zusammen, die glucken zusammen. Sie haben auch zusammen Bruterfahrungen gesammelt, denn als meine drei neuen Hühner, die schwarzen, dazugekommen sind, da haben sie sich gedacht, oh mein Gott, unsere Eier sind in Gefahr. Und wir müssen jetzt unsere Eier beschützen und wir legen uns da einfach drauf. Ja? Ich hatte gedacht, dass vielleicht bei diesen neuen drei Hühnern ein Kampfhahn dabei ist und habe gedacht, dass die Hühner sich jetzt auf die Eier setzen, weil sie befruchtet worden sind. Denn am ersten Abend, als sie hier angekommen sind, haben wir alle Hühner in einen Stall gesperrt. Die erste Nacht haben also alle fünf zusammen im Stall verbracht. Und flugs am nächsten Tag hat sich eine Kampfhenne auf seine Eier gesetzt und kam da nicht wieder runter. Ja, die saßen da drauf und oder erstmal nur die eine Henne. Und eine Woche später waren die Eier so an Masse, haben die zugelegt. Da waren dann ungefähr 8, 9 Eier gelegt worden in der Zeit von den beiden und die konnte die eine Hühne gar nicht mehr unter ihre Fittiche bekommen und hat dann sich gedacht, komm, ich hole meine Kollegin hier zur Hilfe und die hat sich dann auch drauf gesetzt und dann saßen die da gut eine Woche nochmal auf den anderen Eiern auch mit drauf. Die haben sich auch immer abgewechselt. Wenn die eine runterflog, um Sand zu duschen, die duschen ja im Sand, die Hühner, und dann kam dann die andere und hat alle Eier versucht unter eine Fittiche mit den Flügeln zuzudecken, damit die schön warm sind und ich habe echt gedacht, zwei Wochen saßen die da jetzt fast drauf. Wir kriegen jetzt bald Küken. Aber das Ganze war mir dann schon nicht so geheuer, weil es, ja, ich weiß nicht. Also ich hatte im Gefühl, dass die da vielleicht nur sitzen, um ihre Eier zu beschützen und gar nichts drin ist. Und ich habe dann die Eier, habe mir ein Herz gefasst, habe eins der Eier kaputt gemacht und da war nichts drin. Also es war zwar von der Schale dicker, also diese Schale der Eier war sehr viel dicker, als wenn man sonst so ein Ei aufschlägt. Ja, es war kochend heiß gefühlt.
und war auch schwerer als normal, aber es war nichts drin. Ja, es war schön gelb, das Dotter, aber es war kein Punkt drin, es war nichts, also es war nicht befruchtet. Insofern saßen die auf allen Eiern, die ich dann auch kaputt gemacht habe, umsonst drauf. Und seitdem, ja, seitdem ich die Eier da kaputt gemacht habe, ich habe denen ein neues Nest eingerichtet. Die schlafen nämlich nicht auf den Bäumen, wie sie es vorher gemacht haben. Bei dem Halter, wo wir die Hühner her haben, haben die immer auf den Bäumen, auf den Ästen geschlafen. Tun sie bei mir nicht. Sie schlafen also auf dem Dach ihres Hauses sozusagen liegend. Ja, wie so ein normales Tier auch. Liegen sie da und schlafen da. Ich habe ihnen dann ein neues Nest gebaut, habe so eine Transportbox von den Hunden genommen, habe die mit Sand und Stroh ausgelegt und jetzt schlafen die da drin, legen aber seitdem ich ihre Eier kaputt gemacht habe, keine Eier mehr. Und eine der Hennen, die zuerst angefangen hat, versucht zu brüten, die war auch richtig geknickt, als ich die Eier weggenommen habe. Also die war geschockt. Also die hat sich dann in den Garten gestellt und musste erstmal so 2-3 Stunden hat die, glaube ich, ihre Küken. Also die war ganz traurig, glaube ich. Die stand da wie angenagelt und hat ganz groß geguckt und fand das alles, glaube ich, gar nicht gut. Während die andere, der hat es nichts ausgemacht, die hat sogar die Eier gefressen, auf der sie vorher noch gebrütet hatte. Also insofern kann ich nur sagen, seitdem brüten sie bzw. legen sie die Eier nicht mehr dorthin. Früher haben sie immer schön dort auf ihren Stall gelegt, jeden Tag ein Ei, das eine jedenfalls, das andere Huhn hat nur ab und zu noch mal ein Ei gelegt zum Schluss, nicht mehr jeden Tag. Ja, seitdem ist da aber kein Ei mehr. Ich vermute, dass sie das in das Nest der anderen Hühner legen. Die haben nämlich auf der Erde im Sand unter dem Busch so ein kleines Nest gebaut und da legen sie ihre Eier rein. Ich glaube, dass die alle 5 dort ihre Eier ablegen, auch die Kampfhühner. In letzter Zeit, also heute und gestern, ist es mit dem Eierlegen allerdings ziemlich wenig geworden. Ich kann da nur immer Vermutungen anstellen. Also ich denke, dass äußere Umstände das Eierlegen ein wenig beeinflussen. Sprich, wenn viel los ist, na, wir haben gestern zum Beispiel den Garten sauber gemacht und ähnliches, dann legen die Eier nicht. Ich glaube, die denken sich dann, nee, das ist jetzt uns zu gefährlich, da werden uns die Eier nachher geklaut. Ich habe auch die Vermutung, dass sie eventuell die Eier selber essen. Das habe ich schon mal vermutet, als die nämlich im Stall waren und da nicht rauskamen, habe ich auch vermutet, dass sie ihre Eier selber essen, weil da haben sie gar keine Eier gelegt, alle nicht. Die haben erst angefangen, Eier zu legen, als ich sie rausgelassen habe, ins freie Gehege sozusagen. Und ja, also seit 2 Tagen legen sie nicht mehr so gut. Und ich kann nur sagen, dass die Hühner auch wie kleine Hunde tatsächlich Ansprüche haben bezüglich, ja, die wollen auch ein bisschen betüdelt werden. Die laufen mir auch hinterher, wenn ich irgendwo hingehe. Klar, die wollen nur mein Futter, das ist mir schon klar, aber die sind schon sehr anhänglich. Das habe ich gar nicht so gewusst. Ich habe es gehört, aber nie so richtig geglaubt. Also Hühner sind schon ziemlich anhänglich an ihre Fütterungsperson, laufen ihr wirklich wie ein Hund hinterher alle. Ich habe da eine ganze Hühnerschar, die mir in einem Affenzahn wirklich entgegenkommt, wenn ich die Tür aufmache. Alle 5 kommen angesprintet und laufen mir dann hinterher, beißen mir in die Beine, beißen mir in die Füße und springen mir auf den Kopf. Manchmal die Kampfhühner fliegen mir auf den Kopf und sitzen dann da, weil sie auf ihr Futter warten. Und es ist wirklich sehr süß anzuschauen. Und ich finde, dass ich entdecke jeden Tag Neues. Und vor allen Dingen ist es unheimlich beruhigend, Hühner beim Grasen zuzugucken. Die sind im Garten umherlaufend und jeder kümmert sich so um seine Würmer. Meine Kampfhühner allerdings, die glucken sehr aufeinander, sie laufen sich immer hinterher, sind eigentlich immer zusammen, während die schwarzen Hühner gar nicht so sehr aufeinander hocken, die gehen eigentlich so ihre eigenen Wege und das kleine schwarze Huhn, was seit einer Woche jetzt bei mir ist, wird ein bisschen gehänselt von den allen, also das, die mögen das kleine Hühnchen nicht, das kommt ja woanders her, die beiden Schwarzen kommen aus einem Stall und das eine Hühnchen kommt von ganz woanders her, also das ist so ein bisschen das Außenseiterhuhn, tut mir so leid, weil es auch kleiner ist, vielleicht ist es nicht so dick, ist nur halb so groß wie die anderen,
Dafür lässt es sich aber auch nichts gefallen. Also die haut dann ab, wenn man es wegpickt, kommt aber auch immer wieder und läuft den anderen auch hinterher und kämpft auch um ihr Essen, was sie dann bekommt. Aber sie wird von allen weggepikst. Ja, das ist eigentlich ein bisschen schade, aber kann man nicht ändern. Und letztendlich sind die ja auch alle, bis auf die Kampfhühner, die immer zusammen hocken, Einzelgänger, alle drei Schwarze, gehen eigentlich so ihre eigenen Wege, schlafen aber dann doch alle zusammen auf der Stange abends im Stall. Also sie sitzen dann alle auf ihrem, alle nebeneinander, hocken die dann da und schlafen sich. Manchmal muss die eine oder andere sich ein bisschen durchsetzen, dann wird sie vielleicht runtergeschmissen von der Stange, aber dann klettert sie auch wieder drauf. Also die schlafen nicht auf der Erde, niemals, sie schlafen immer oben auf dieser Stange halt, während die Kampfhühner schon unten auf der Erde schlafen, beziehungsweise in der Transportbox. Richtig süß. Ich hatte erst Angst, dass sie die nicht annehmen, haben sie dann aber doch gemacht. Was auch passiert ist, das fand ich auch richtig süß, das habe ich euch im Vlog aufgenommen oder im extra Video. Ich weiß es gar nicht, im Hühnervideo. Ich drehe ja jeden Tag zwei Hühnervideos mindestens, könnt ihr euch mal angucken. Meistens in der Fütterungsphase morgens und abends nehme ich sie auf und zeige euch auch dann öfters mal die Eier, die ich dann Alhamdulillah ernten darf. Und da war es dann einfach so, dass ich, nachdem ich die Eier alle kaputt gemacht habe, habe ich mich dazu entschlossen, zwei der Eier, die sie ja bebrütet hatten, Monat oder wochenlang drin zu lassen, damit sie sich nicht ganz so einsam fühlen und vielleicht auch wissen, dass man sich wieder da draufsetzen kann. Die haben sie dann aber aus ihrem Stall rausgekullert und haben sie auf die andere Seite wieder transportiert, sozusagen außerhalb des Stalles, und haben sich wieder draufgesetzt und haben wieder angefangen zu brüten. Da habe ich die Eier dann auch kaputt gemacht. Am nächsten Tag, entschuldigt, habe ich dann ein Ei genommen, welches schon ungefähr 2 Wochen alt war, auch von den beiden Kampfhühnern gelegt, hatte ich aber in das Nest der anderen Hühner getan. Und das habe ich genommen und habe ich dann bei denen in den Stall gelegt, damit sie sich da reinlegen und wissen, sie sollen da schlafen, sie sollen da auch ihre Eier legen. Und dann haben sie dieses Ei rausgekullert und haben es runtergeschmissen. Das wollten sie nicht in ihrem Stall haben und das wollten sie auch nicht auf dem Stall haben. Das haben sie runtergeschmissen und da war es kaputt. Und alle Hühner, die Schwarzen, haben sich dann draufgestellt. Das ist wirklich manchmal ein Drama. Es ist wirklich eine eigene Welt, diese Hühnerwelt, und wirklich sehr interessant für alle, die die Möglichkeit haben, das mal auszuprobieren oder mal zu gucken, ob das was für sie ist. Ich kann es nur empfehlen. Und ja, jetzt wird zum Gebet gerufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.